Hi zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein Livlet-Haul für euch. Und Leute, ich liebe Livlet-Hauls, das wisst ihr mittlerweile. Aber heute gibt es einen Pyjama-Livlet-Haul. Ihr wisst nach meinem letzten Video spätestens, dass ich total auf diesem Pyjama-Trip bin. Ich liebe es, Pyjamas zu tragen. Ich finde Pyjamas, also wenn ihr abends ins Bett geht, ihr schlaft 8 bis 10 Stunden, manche weniger, manche mehr. Und ich denke mir halt so ganz ehrlich, warum in dieser Zeit sich nicht um sein Aussehen kümmern oder zumindest um das kümmern, was man anhat. Dass man sich gut fühlt, dass man sich wohl fühlt, dass selbst wenn man am Spiegel vorbeiläuft, einfach denkt so, ja Mann, dein Outfit sitzt trotzdem. Einfach, dass man für sich selber merkt so, ey, mein Outfit sitzt trotzdem, ich achte auf mich. Mir persönlich gibt es ein sehr, sehr schönes Gefühl und deswegen freue ich mich heute, euch ganz, ganz viele Pyjamas vorstellen zu können. Findet wie immer alle Links unten in der Videobeschreibung und ich habe natürlich auch noch einen Code für euch. Und zwar bekommt ihr mit dem Code LOOFHE 15% Rabatt auf eure Bestellung. Alle Links findet ihr natürlich zu allen Produkten unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem Haul. Das erste ist ein Zweiteiler. Das besteht aus Hose und Oberteil in diesem wunderschönen Muster. Ich weiß gar nicht, ob man das auch kariert nennt. Das sind wie so Waffelmuster. Sehr, sehr schön verarbeitet. Das hat einen sehr angenehmen Stoff auf der Haut. Also es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt. Und ich mag sowas sehr gerne. Gerade wenn es mit langen Ärmeln ist. Ich muss ehrlich sein, ich hätte niemals gedacht, dass ich ein Fan davon werde, Pyjamas zu tragen, die lange Ärmel und lange Hosen haben. Ich dachte immer so, nein, damit kann ich nicht schlafen, das ist voll unbequem. Dann habe ich mir meinen ersten gekauft und Leute, ich sag's euch, das ist das Bequemste, was ich je getragen habe. Dementsprechend freue ich mich übertrieben über den hier. Ich finde den so schön, der fühlt sich so weich auf der Haut an und sieht getragen auch zuckersüß aus. Also wirklich eines meiner Favoriten. Und dazu natürlich auch die passende Hose. Ich habe mir die Pyjamas, die so sind, in Größe L geholt. Und die anderen, beziehungsweise die Oberteile, Kleider in Größe XL oder L. Also meistens nehme ich immer die größte Größe, die verfügbar ist bei so Teilen, die man so überwerfen kann. Aber alles, was mit einer Hose ist, nehme ich dann eine Größe L, dass die Hose auch schön locker sitzt. Und das ist die passende Hose dazu. Die ist auch wirklich richtig schön lang und hat unten am Bund nochmal diese weißen Bändchen verarbeitet. Auch wirklich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, vom Stoff her super angenehm auf der Haut. Und damit werdet ihr mich auf jeden Fall richtig oft rumlaufen sehen. Gerade wenn ihr mir auf Instagram verfolgt, seht ihr oft, dass ich wirklich im Pyjama hänge. Ich habe zum Beispiel gerade auch einen an. Ja, ich mag es einfach. Also ich fühle diesen Vibe einfach sehr und feiere das auch extrem, so zu Hause rumzulaufen. Dann habe ich einmal einen Zweiteiler. Und zwar habe ich einmal so einen Zweiteiler in diesem Schwarz gearbeitet. Das hat auch so ein, ja, wie so ein Schachbrettmuster drauf. Und ich liebe es, wie das verarbeitet ist. Da ist einmal so ein schimmernder Stoff und einmal so ein auch schimmernder Stoff, aber anders verarbeitet. Und es fühlt sich auch so toll an. Es ist ein Kurzarm-Shirt und hat hier einmal den Buchstaben L drauf für Livlet. Und zusätzlich habt ihr hier auch noch weiße Knöpfe. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ich liebe diesen Kontrast, Leute. Ich feiere das einfach extrem. Besonders auch, weil es so, es hat ein Muster drin, aber es ist nicht so, wo man sagen würde, oh mein Gott, sie trägt gerade Muster, sondern es ist sehr dezent gehalten. Und passend dazu haben wir noch einmal so eine richtig süße, kurze Shorts. Finde ich auch sehr, sehr schön. Leute, vom Bund her ist es so angenehm auf der Haut. Es ist nicht unangenehm, es zwickt nichts, es schneidet nichts ein und dementsprechend liebe ich das wirklich. Und dazu ist, wie gesagt, die passende, kurze Shorts dazu. Dann haben wir als nächstes einmal ein Teil bzw. ein Kleidchen. Das habe ich auch schon mal in so einem gelben Senfton. Aber ich muss ehrlich gestehen, mir gefällt der Blauton noch besser als der Anker. Und zwar ist es dieses hier auch wirklich ein super süßes Hemdchen. Das ist wie gesagt so ein Hemdkleid. Es ist schön lang, es hat die perfekte Länge, es ist nicht zu kurz, es ist nicht unangenehm auf der Haut. Und ich liebe es, dass die Stoffe von Livlet nicht so eklig an der Haut kleben, obwohl das so dieses Satin ist. Ich mag das wirklich sehr gerne. Und ich finde die Verarbeitung hier von so süß, einfach dieses Lovely und dann mit der Stickerei hier. Ich finde das super schön. Und dann die Verarbeitung der Ärmel, also wirklich ein richtig schönes Nachthemd. Und Leute, ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich liebe sowas mittlerweile. Ich hätte wirklich niemals gedacht, dass ich so in Love mit Nachthemden und Nachtsets sein werde, wie ich es jetzt bin. Aber ich liebe das einfach. Ich feiere das wirklich extrem, weil es gibt dir wirklich ein anderes Wohlbefinden, wenn du darauf achtest, was du abends zum Schlafen gehen trägst. Und da ist mir auch egal, ob ich so ein Kleidchen trage oder einen Zweiteiler trage. Wichtig ist mir, dass ich ein Set anhabe und weiß so, ey, das ist mein
Schlafensgeh-Set und das trage ich gerne und das tue ich wirklich auch extrem. Dann habe ich das Set von ganz am Anfang nochmal in diesem schönen Rot-Weiß gehalten. Ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache, aber ich persönlich finde das sehr, sehr schön. Ich mag das sehr gerne, gerade für die Weihnachtszeit. Ich freue mich jetzt schon, das zu tragen und ich liebe es einfach. Also auch die Oberteile, die Ärmel, es ist alles super schön von der Länge her gearbeitet. Das ist nichts, wo ihr so die ganze Zeit am Zuppeln seid und so. Das mag ich wirklich persönlich gar nicht. Deswegen bin ich sehr zufrieden mit der Qualität von Lüblet und auch hier die Ärmel. Länge ist wirklich ein Traum. Leute, ob ihr es mir glaubt oder nicht, meine kleine Minimaus sitzt hier auf meinem Schoß, die ist mich am Begleiten, die braucht einfach ihre Mama. Das ist ganz, ganz süß. Also die sitzt so gerne bei mir, ich finde das so süß und ich drehe einfach mein Haul, die guckt so mit euch gerade zusammen so die Sachen an, die findet das super. Naja, sie sitzt auf jeden Fall auf meinem Schoß, falls ihr es wissen wollt. Und passend zu dem Hemd haben wir auch noch diese Hose, die ist auch wieder von der Länge her perfekt geschnitten. Auch unten der Bund, die Verarbeitung ist ein Traum und vom Material her, Leute, ich wünschte, ihr könntet es gerade fühlen. Und ich habe auch immer gesagt, so Satin-Sachen im Winter sind für mich immer schwierig und es kommt drauf an, was für Satin-Sachen ihr habt. Zum Beispiel habe ich ja die Kleidchen von Lüblet. Nicht das Kleidchen, was ich gerade hatte, sondern die mit den dünnen Trägern. Und die, finde ich, sind eher was so für den Sommer gedacht. Die sind nicht so dick, die sind wirklich sehr, sehr sanft auf der Haut. Und da finde ich schon eher, dass so lange Sachen viel, viel besser funktionieren. Auch wenn sie aus Satin sind, halten sie euch trotzdem warm, weil sie eben nicht so schnell kalt werden, wie zum Beispiel ein Kleidchen, wo schnell auch Luft runterkommt. Dann kommen wir zu demselben, was ich euch eben schon mal gezeigt habe, nur in langer Version. Und Leute, ich bin verliebt in dieses Muster, deswegen musste ich es nochmal in lang haben und zwar mit langen Ärmeln, auch wieder diesem schönen Schachbrettmuster, wieder dem L für Lüblet und ich finde, das sieht so hochwertig aus, so elegant, so edel, ich liebe es einfach und passend dazu natürlich diese Pyjama-Hose. Ich liebe es einfach, ich liebe wirklich den Bund oben und ihr könnt auch wirklich mit gutem Gewissen eine Größe größer nehmen, weil der Bund sitzt wirklich perfekt, auch wenn es eine Größe größer ist. Und es ist nichts unangenehm, nichts zwickt. Und auch hier habt ihr wieder diese wunderschöne Verarbeitung unten am Ende der Hose. Finde ich wirklich toll. Und ich freue mich so krass, dieses Set anzuziehen, Leute. Und ich glaube, das wird heute Abend sogar mein Pyjama zum Schlafen gehen. Ich freue mich jetzt schon riesig darauf. Dann habe ich das ganze Set von eben auch nochmal in schwarz-weiß gehalten. Und Leute, wie elegant und hochwertig sieht dieses Set bitte in schwarz-weiß gehalten aus? Es gibt mir einfach so luxuriöse Vibes, als wäre das so irgendein Set von Burberry oder so. Okay, ich weiß, ich übertreibe gerade, aber ich finde es wirklich sehr luxuriös. Mir gefällt es wirklich übertrieben gut und ich liebe dieses Set einfach. Ich finde das so schön. Also klar, alle Farben nebeneinander sehen natürlich ein bisschen übertrieben aus. Aber ich finde, wenn ihr die Sets einzeln tragt, zum Beispiel dieses Schwarz-Weiße oder dieses Rot-Weiße, ich finde das so schön, weil es einfach mal was anderes ist. Und ich mag zum Beispiel jetzt nicht so kleine Kindermotive auf meinen Pyjamas. Das kann jeder tragen, wie er möchte. Ich möchte mich wirklich so richtig elegant fühlen in meinen Pyjamas. Und natürlich dürfen dabei auch Muster sein. Aber es gibt bestimmte Muster, die ich halt tragen würde und die ich nicht tragen würde. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, dass ich mir morgen in einem Geschäft ein Pyjama holen werde, was so ein richtig typischer Weihnachtspyjama ist. Aber ich habe mich in den verliebt und ich hoffe wirklich, dass ich ihn bekomme, weil ich würde mir einen Ast abfreuen. Dann haben wir nochmal ein Set, wo auch Spitze dran gearbeitet ist. Und Leute, wie hübsch ist es bitte? Also die Farbe ist wirklich ein Traum und dann diese Verarbeitung mit der Spitze hier am Kragen und ich finde es einfach so schön. Das Ganze hat auch lange Ärmel, was man eigentlich nicht denkt. Also ich finde immer so Spitzensachen, denke ich immer, oh, das ist safe kurzärmelig. Aber nein, es ist langärmelig und es sieht wunderschön aus und der Farbton ist auch wirklich ein Traum. Also ich finde, der Farbton lässt einen direkt ein bisschen brauner wirken, ne? Auch wenn ich direkt durchsichtig bin, aber es lässt einen brauner wirken. Und dazu natürlich auch die passende Hose und Leute, auch hier wieder, die Verarbeitung ist der Hammer, denn ihr habt die Spitze natürlich auch am Bund und ihr habt sogar so einen Schlitz in die Hose gearbeitet, dass das so doppelt ist. Seht ihr das? Also wirklich richtig, richtig schön. So, dann kommen wir auch zum letzten Zweiteiler, den ich mir rausgesucht habe. Und Leute, ich glaube, dieses Pyjama-Holz von Lüblet sind einfach meine Favoriten. Klar, ich liebe auch BHs und so weiter, aber ich glaube, bei Pyjamas ist man nochmal so, da hat man noch ein bisschen mehr zu gucken, ne? So, und zwar der letzte Zweiteiler, den ich mir rausgesucht habe, ist kurzärmlich in so einem wunderschönen Rosa gehalten mit so einem Weißabsatz. Wirklich richtig, richtig schön. Und auch hier habt ihr natürlich wieder eine Tasche. Das ist die erste Hose, an der ihr auch so einen Zugbund habt, den ihr natürlich dann selber ziehen könnt, wie ihr das möchtet. Finde ich auch sehr schön gearbeitet. So eine richtig schöne Schleife, die ihr euch damit machen könnt. Und Leute, auch die Hose hat wieder diesen Absatz. Ich finde das wunderschön und ich finde, das lässt das Ganze nochmal viel hochwertiger
hochwertiger wirken, als es sowieso schon ist. Ich liebe einfach meine Schlafsachen und ich kann euch wirklich nur den Tipp ans Herz legen, falls ihr noch keine besitzt oder überlegt, so hey, soll ich mir sowas zulegen oder nicht, schaut wirklich bei Lüvelette vorbei. Die haben super günstige Alternativen zu diesen ganzen hochpreisigeren Pyjamas, die es da draußen gibt. Und ich muss ehrlich sein, ich würde halt niemals so krass viel für ein Pyjama ausgeben wie... Ich weiß nicht, welche Marken alle Pyjamas verkaufen. Leute, als ich mich das erste Mal über Pyjamas informiert habe, als ich wirklich in diese Welt eingetreten bin, dachte ich mir so, oh mein Gott, was sind das bitte für Preise? Und bei Lüvelette ist es wirklich, es sind wirklich tolle Preise. Also wirklich humane Preise. Deswegen schaut auf jeden Fall unten mal rein. Ich werde euch auch alle Pyjamas, die ich euch heute gezeigt habe, natürlich in die Videobeschreibung verlinken. Ich würde sagen, vergesst nicht, den Code LUVHE zu verwenden. Den setze ich euch unten nochmal rein. Damit bekommt ihr extra 15% Rabatt. Und ich würde sagen, das war's von mir mit dem Video. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dann. Ciao, ciao.